Herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar. Ich darf Sie im Namen der SKE Engineering recht herzlich begrüßen. Ich möchte, nachdem wir jetzt Mitte Jänner haben, trotzdem noch einmal auch ein gutes neues Jahr wünschen. Ich hoffe, Sie sind alle recht gut im neuen Jahr angekommen. Ja, bedanke mich jetzt schon einmal vorab bei Ihnen für die rege Teilnahme. Wir haben für das Webinar knapp 70 Anmeldungen erhalten, also auch schon mal dafür ein recht herzliches Dankeschön. Ich möchte mich selber auch noch kurz vorstellen. Mein Name ist David Eizetmüller, bin hier bei der SKE Engineering für den Bereich Solutions Management verantwortlich und leite darüber hinaus auch noch das Team Support und After Sales Service. Ja, wie gesagt, wir haben 16 Uhr oder schon ein, zwei Minuten nach 16 Uhr. Ich hoffe, Bild- und Tonqualität ist soweit okay für Sie. Sie können auch meinen Schirm mittlerweile schon sehen. Möchte auch jetzt gleich nicht mehr allzu viel Zeit verlieren und direkt in die Präsentation einstarten. Beginnen möchte ich gleich einmal damit, ein paar Regeln grundsätzlich einmal festzulegen, wie das Ganze heute ablaufen soll. So, jetzt macht die Technik da gerade noch ein Problem. Kurz zur Agenda, wie es auch schon in der Einladung bei uns auf der Homepage nachzulesen war. Wir werden uns heute um eine schrittweise Inbetriebnahme von unseren Huawei Fusion Wechselrichtern inklusive den Anlagenkomponenten mittels der Fusion Solar App befassen. Das wird jetzt quasi das Thema für die nächsten 30 Minuten werden. Darüber hinaus werden wir uns dann auch noch ansehen, wie das Ganze dann funktioniert, dass ich den Wechselrichter in das Heimnetzwerk eines Kunden integriere und einbinde. Und der letzte Punkt wird sich dann noch damit beschäftigen, die Anlage, die jetzt grundsätzlich einmal über eine Internetverbindung besteht, dann mit unserem Fusion Solar Monitoring, mit der Webplattform zu verbinden, dass dann auch die Daten entsprechend dort angezeigt und gespeichert werden. Zum Schluss haben wir dann auch noch die Möglichkeit für Sie, Fragen und Antworten zu stellen. Da sind wir dann auch schon direkt beim nächsten Punkt. Kurz ein paar Regeln, Mikros und Kameras nicht wundern, die sind jetzt bei Ihnen standardmäßig deaktiviert, um einfach Bandbreite zu sparen und gleichermaßen auch, dass wir da nicht irgendwelche Kommentare dann während der Präsentation mit drinnen haben. Ja, kurz auch nochmal zum Ablauf. Sollten Ihrerseits Fragen zu gewissen Punkten auftauchen, wo Sie ganz gerne mehr Informationen hätten, es begleitet mich heute auch in dem Webinar mein Kollege, der Thomas Emmerdinger. Einige von Ihnen wird wahrscheinlich der Name auch Begriff sein oder waren sogar schon in Kontakt mit ihm. Ist quasi einer bei mir aus dem Team vom Support. Wie gesagt, er wird den Chat und die Fragen und Antworten heute einmal mitbetreuen und während des Webinars auch Antworten auf Ihre Fragen noch dann erteilen. Ganz, ganz wichtig vielleicht, wenn Sie heute eine Frage absenden, gibt es bei Ihnen ein kleines Fenster, das nennt sich dann an alle Diskussionsteilnehmer und Zuschauer. Bitte dieses Fenster unbedingt auswählen, damit auch alle anderen, die heute am Webinar teilnehmen, ihre Frage dann auch sehen und lesen können. Und mein Kollege, wie gesagt, der Thomas, wird dann eben auch die Antworten an die gesamte Runde wieder aussenden. Darüber hinaus sollten da heute noch Fragen sein. Wir werden dann zum Ende eben im Rahmen dieser Fragen- und Antworten-Session die ein oder andere interessante Frage dann noch herauspicken, um auf die dann näher einzugehen. Also die werde ich dann im Anschluss dann noch direkt behandeln. Gut, das wäre es eigentlich jetzt einmal soweit für das grundsätzliche Setup, für das heutige Webinar. Vielleicht kennen die ein oder anderen, die schon an Webinars von mir teilgenommen haben, diese Folie. Möchte nur ein paar Kennzahlen einfach dazu sagen über Huawei. Wer ist Huawei überhaupt? Und wie groß ist quasi Huawei und was können wir daraus ableiten und erwarten? Also Huawei ist ein Konzern mit nahe und knapp 200.000
Mitarbeitern gesamt weltweit gesehen, davon die Hälfte, und das ist schon sehr bemerkenswert, davon die Hälfte, knapp 100.000 Mitarbeiter, arbeiten in der Entwicklung und sorgen ständig für neue Produktinnovationen und Produktneuerungen. Also da dürfen Sie auch schon wieder gespannt sein, was wir da jetzt im laufenden Jahr noch von Seiten Huawei bekommen können. Der Umsatz von 2019, wir haben leider noch keine aktuellen Zahlen für das vergangene, abgelaufene Jahr 2020. Der Umsatz, um ein Gefühl zu bekommen, in 2019 betrug knapp 123 Milliarden US-Dollar. Ja, und ganz links im Bild, was Sie da jetzt auch noch recht schön sehen können, Huawei ist seit 2015 bis jetzt eben durchgängig 2020 die Nummer 1 am globalen Wechselrichtermarkt, was heute die Stückzahl und auch die Gigabyte geliefert haben. Gut, das war es eigentlich schon wieder über Huawei. Ich möchte gar nicht mehr Ich höre gerade von meinem Ton aus, ich hoffe, es ist nicht allzu störend. Die Folie möchte ich auch noch mal ganz kurz einblenden, weil es recht schön zeigt, unser Produktportfolio im Residential-Bereich, also im klassischen Einfamilienbereich, wo wir einphasige, dreiphasige Produkte im Programm haben. Wir haben jetzt auch ganz neu im Portfolio unsere Luna, unseren Speicher. Im Laufe des Jahres sollen wir dann auch noch die Backup-Box mit dazu bekommen, um Notstromfähigkeit und ein notstromtaugliches System aufbauen zu können. Und haben dann quasi noch weitere zusätzliche Zubehör, wie eben ein Smart Power Sensor, ein dreiphasig, um die Energieflüsse in einem Haus auch noch darstellen zu können, und eben unsere Dongles, wie Sie es kennen. Neuen Programm haben wir auch erst vor kurzem in einem eigenen Webinar angesprochen, in unserem Power Optimizer. Gut, steigen wir aber jetzt gleich einmal in das heutige Thema ein. Für welche Produkte gilt heute grundsätzlich einmal diese Inbetriebnahme in dieser Art und Weise, wie wir sie heute einmal durchgehen werden? Grundsätzlich für die Wechselrichter heute für den Residential-Bereich, dann sprechen wir heute von dem 2 bis 6 KTL. Wir haben dann eben auch noch den 3 bis 10 KTL, M0 und M1. Das ist auch wieder für den dreiphasigen Einfamilienbereich. Darüber hinaus gilt es dann auch noch für die Commercial-Geräte, für den gewerblichen Bereich, also da der Klassiker, unsere 12 bis 20 KTL, M0 und M2. Und ganz neu, den bringen wir jetzt eben auch dann ins Portfolio, den SAN 2000, die 30, 36 und 40er KTL, M3-Serie. Bitte hier bei diesen Punkten zu berücksichtigen, bei den Residential-Geräten, sprich bei den einphasigen und kleinen dreiphasigen, ist der WLAN-FE-Dongle standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Bei den größeren gewerblichen Geräten würde das dann eben optional verfügbar sein und muss eben erworben werden. Weitere Anlagenkomponenten möchte ich auch noch ansprechen, wie hier jetzt in der Mitte im Bild dargestellt. Die Inbetriebnahme gilt natürlich auch gleichermaßen, wie wir sie heute ansehen, für unsere Luna, für unseren Speicher, weil das funktioniert eben auch mit der Fusion Solar App. Genauso auch für den Power Optimizer, den SAN 2450W-P. Und wenn ein Smart Power Sensor in der Anlage verbaut sein sollte, um die Energieflüsse darzustellen, wird auch dieser über die Fusion Solar App in Betrieb genommen. Ganz, ganz wichtig, was ich auch noch am Ende der Folie jetzt doch erwähnen möchte, sollten Sie heute noch größere Produkte im Einsatz haben, also ich spreche jetzt wirklich von unseren 60 KTL aufwärts bis zum 185 KTL H1, sind diese sehr wahrscheinlich mit einem Smart Logger 3000 in der Anlage ausgestattet. Und dort gestaltet sich die Inbetriebnahme anders als wie jetzt bei den kleineren Geräteklassen. Dort macht man das klassischerweise über die Web-Oberfläche, das sogenannte Inspire. Einige von Ihnen werden das vielleicht kennen, des Smart Loggers selber. Ist aber jetzt auch keine große
Hexerei. Wie gesagt, wir konzentrieren uns halt eher in den nächsten 20 Minuten darauf, wie schaut denn das aus, wenn ich heute so einen WLAN-Dongle im Einsatz habe. Ein paar Voraussetzungen vielleicht für Sie. Ich möchte es eher als Tipp formulieren an Sie, damit dann, wenn Sie beim Kunden draußen sind und physisch vor dem Wechselrichter stehen und das Gerät dann in Betrieb nehmen sollen, ein paar Informationen, nehmen Sie Ihnen das bitte einfach zu Herzen, dann klappt auch die Inbetriebnahme problemlos und Sie brauchen keine zusätzliche Unterstützung. Also wie gesagt, brauche ich fast nicht erwähnen, Wechselrichter sollte natürlich AC- und DC-seitig versorgt und ordnungsgemäß angeschlossen und der Wechselrichter eben in Betrieb sein. Guter Tipp vielleicht auch noch, machen Sie bitte die Inbetriebnahme nicht bei Dämmerung oder während der Nacht. Also der Wechselrichter braucht eine DC-seitige Spannungsversorgung, ganz, ganz wichtig. Vielleicht auch jetzt in der Jahreszeit, wo man oder Tag doch eher kürzer ist, wo wir Nebel haben und wo vielleicht nicht am Abend nur genug Einstrahlung vorhanden ist und genug Energie von der PV-Anlage, da sollte man das eher dann für den nächsten Tag dann einplanen. Es gibt eben auch dort noch im Rahmen der Inbetriebnahme eine Abfrage, ob der Wechselrichter über das letztgültige Firmware, über die letztgültige Firmware verfügt und wird nämlich dann selbstständig und automatisch in ein Firmware-Upgrade mit reinspringen und dafür ist eben auch eine Versorgung von der DC-Seite sicherzustellen. Ja, und versteht sich, glaube ich, auch von selbst, sollten nur weitere Komponente in der Anlage installiert sein, wie ein Smart Power Sensor, ein Luna, ein Power Optimizer, dann sollten auch die natürlich ordnungsgemäß installiert und angeschlossen und in Betrieb sein. Dann werden sie auch automatisch erkannt. Das sind auch immer so klassische Fragen, die dann auftauchen. Ich sehe den Smart Power Sensor nicht. Ja, er ist über Modbus nicht richtig angeschlossen gewesen und sollte man sich ein bisschen beherzigen. Die Fusion Solar App gibt es natürlich heute für alle gängigen mobilen Geräte, ob das halt ein Handy oder ein Tablet ist. Die App kann man für sich jetzt einmal auf der einen Seite klassischerweise für iOS-Geräte im Apple App Store downloaden. Gibt das Ganze auch auf der Huawei Gallery für all diejenigen, die heute ein Huawei-Handy besitzen. Oder man kann auch die App bei uns auf der SKE-Homepage, ich habe auch den Link nochmal mit reingefügt, downloaden und am Gerät installieren. Möchte da, weil das auch vielleicht jetzt eine Frage ist, die Ihnen in den letzten Wochen untergekommen ist, warum gibt es denn diese Fusion Solar App aktuell nicht im normalen Google Play Store? Ist ganz einfach zu beantworten. Es hat Änderungen in den ganzen Datenschutzrichtlinien gegeben von seitens USA. Da ist jetzt gerade Huawei im Begriff und bemüht, dort nachzuziehen. Und sobald quasi das wieder norm- und rechtskonform abläuft, wo man dort wieder entspricht, wird auch die App wieder in gewohnter Weise im Google Play Store noch dann verfügbar sein. Ja, wenn Sie ein Gerät haben, das halt nicht über standardmäßig über einen WLAN-FE-Dongle verfügt, dann bitte das auch für die Inbetriebnahme dann mitnehmen. Ich sage es auch wieder dazu, viele Kunden stehen dann dort und man hat dann keinen FE-Dongle mit dabei und dann funktioniert einfach die Inbetriebnahme nicht. Vielleicht auch noch wichtig, Standortbestimmung vom Mobiltelefon aktivieren, dann werden gewisse Vorparametrierungen automatisch auf Basis des Handys nachher dann in den Wechselrichter übertragen. Sehen wir nachher dann auch noch, betrifft im Speziellen ein Datum, eine Uhrzeit oder eine Länderauswahl. Ja. Auch gut zu wissen und mit dem Kunden vielleicht im Vorfeld abzustimmen, wie heißt denn das Netzwerk bei ihm zu Hause? Und wie lautet denn das Passwort für das Netzwerk? Ja, also das sollten Sie schon wissen, wenn Sie halt das Gerät einbinden wollen, dann brauchen Sie einfach die SSID und das Passwort des Kundennetzwerks. Ja, und was ich Ihnen auch immer empfehlen kann, legen Sie Ihnen vor der ersten Inbetriebnahme einen Fusion Solar Account an. Und da kann ich Ihnen auch den guten Tipp geben, treten Sie da mit uns bei der SKE in Kontakt, wir beim Helpdesk Support, sind da für Sie da. Wir legen Ihnen auch diesen
Account für Sie an Infusion Solar, nämlich warum legen wir den für Sie an? Wir legen Ihren Account unter dem SKE-Account an. Das heißt, Sie genießen nachher dann gewisse Vorteile daraus. Sprich, wenn es einmal Probleme, Fragen zu einer Anlage geben sollte, haben wir aus dem Support-Team hier in Steyrek die Möglichkeit, direkt einen Blick auf Ihre Anlage zu werfen und einmal selber einmal eine Remote-Diagnose durchführen zu können. Gleichermaßen gilt es auch, passiert auch immer mal gern, ich vergesse mein Passwort, dann können Sie einfach bei uns anrufen, die Anlage ist bei uns unter unserem SKE-Account mit registriert und wir können Ihnen dort auf der einen Seite das Passwort einmal zusenden oder das Passwort zurücksetzen. Ich kann immer nur sagen, nutzen Sie bitte das Angebot, wir helfen dort gerne und legen auch gerne an Fusion Solar Account an. Gut, das sind nochmal kurz die Schritte, die wir uns heute anschauen. Ich habe es vorhin schon einmal erwähnt. Das heißt, wir werden jetzt einmal einen Verbindungsaufbau zum Wechselrichter selber herstellen. Den Schritt Pflicht-Firmware-Upgrade lassen wir in dem Fall aus, weil wir selber über kein Gerät im Hause verfügt haben, wo die Software jetzt nicht auf Letztstand war. Also da ist die App bei uns automatisch drüber gesprungen. Dann schauen wir uns kurz die Schnelleinstellungen und die Inbetriebnahme an. Dann wird man das Ganze mal konfigurieren mit einem Ländersetup. Wir werfen einen kurzen Blick drauf. Eine Q von U Kennlinie, wenn Blindleistungseinspeisung gefordert ist, wie man das nachher dann einstellt. Wir werden auch eine Komponente nur zusätzlich hinzufügen mit einem Smart Meter. Ja, dann binden wir das Ganze in ein Heimnetzwerk nachher dann mal ein, legen unseren Account in Fusion Solar an, bringen nachher dann auch die ganze Anlage in Richtung Fusion Solar Monitoring, sprich, dass die Daten vom Heimnetzwerk an unsere Server übertragen werden. Und abschließend tun wir das Ganze, dass wir nun herzeigen, wie funktioniert denn das, dass ich auch für meinen Endkunden, dem die Anlage ja gehört, einen Account anlege. Gut, hier auf der Folie nochmal kurz dargestellt im Bild. Man sieht es, wir haben Wechselrichter, wir haben Speicher, wir haben Power-Optimierer am Dach und die Inbetriebnahme funktioniert alles mit einer Applikation, die Sie am Handy installiert haben. Die Geräte werden automatisch von der Applikation vom Wechselrichter erkannt. Das heißt, Sie brauchen da jetzt nicht unterschiedliche Apps von unterschiedlichen Herstellern. Man kennt das vielleicht vom Mitbewerb von uns. Da kommt halt der Wechselrichter aus einer Hand, der Speicher aus der anderen Hand und man braucht unterschiedliche Applikationen am Handy, mit denen ich das Produkt dann in Betrieb nehme. Ja. Also bei Huawei funktioniert das alles mit einer App und das schauen wir uns jetzt eben quasi nur mal kurz an. Genau, beginnen wird das Ganze mal so, dass Sie mit Ihrem Handy zum Wechselrichter gehen. Sie aktivieren bei Ihnen am Handy einmal unter Einstellungen WLAN, suchen Sie einmal nach verfügbaren WLAN-Netzen, die es dort heute bei Ihrem Kunden gibt. Darin eben in Rot dargestellt werden Sie einen WLAN-Hotspot finden, der SAN 2000 heißt und fortlaufend dann quasi die Seriennummer. Also das, die fortlaufende Nummer, die Sie am Ende finden, deutet auf die Seriennummer des Wechselrichters hin. Den wählen wir nachher dann einfach einmal aus. Wir müssen dann eben auch das Passwort eingeben, um auf den Wechselrichter Zugriff zu erhalten. Dort jetzt auch wieder in fett dargestellt, das Standardpasswort, wie Sie auf das WLAN zugreifen, lautet ChangeMe. Bitte aufpassen, das Passwort ist wie in vielen anderen Fällen auch case-sensitiv. Das heißt Uppercase, Lowercase. Bitte aufpassen, das C am Anfang von ChangeMe ist groß geschrieben. Sonst wird es nicht funktionieren. Nächster Schritt. Das Handy zeigt mir jetzt einmal an. Ich bin verbunden mit dem Wechselrichter. Ja. Also es kriegt vorne diesen blauen Haken. Wir haben das jetzt mit einem iOS-Gerät gemacht. Zeigt vorne den blauen Haken an. Also ich bin einmal grundsätzlich mit dem Gerät erfolgreich verbunden. Was brauchen wir jetzt für einen Schritt? Wir öffnen einmal die Fusion Solar App bei uns am Handy und wählen im rechten oberen Fenster diese drei Punkte an und bekommen dann einen Inbetriebnahmeassistenten angezeigt. Also ich habe dann ein Auswahlfeld,
wo ich mir eine Kurzanleitung zum Beispiel einmal anschauen kann. Ich kann mir das Benutzerhandbuch auch vom Produkt einmal öffnen, ein Inbetriebnahme-Video ansehen, aber für uns speziell interessant, Inbetriebnahme des Geräts als vierter Schritt. Wenn man da draufklickt hat, leitet uns die App automatisch weiter und fragt jetzt danach, den QR-Code des Wechselrichters zu scannen. Da stellen wir quasi jetzt diese Identifikation her. Ist es auch das Produkt, das wir heute in Betrieb nehmen wollen? Viele von Ihnen wissen natürlich, wo man das halt findet. Ich habe noch mal ein Foto mit reingegeben. Ist auf der rechten Seite Wechselrichter angebracht. Das ist ein kleiner QR-Code am Ende von dem Typenschild. Die Kamera auf Ihrem Handy sollte in dem Fall natürlich jetzt aktiviert sein. Sie kriegen dann auch dieses Suchfenster. Funktioniert recht bequem, also auch aus einer größeren Distanz wird der QR-Code gut erkannt und ins Gerät eingelesen. Wenn das passiert ist, Sie sehen es da jetzt eben, einfach bestätigen, drücken. Das Gerät hat das, die App hat das automatisch erkannt und übernimmt dann die Seriennummer in das System. Das nächste Fenster, das sich dann für Sie öffnet, fragt jetzt einmal nach einer Authentifizierung. Ja, Sie müssen sich im System jetzt erstmalig anmelden. Sie als Installateur haben natürlich die Installerrolle. Ja, und im Rahmen dieser Installerrolle sind Ihnen gewisse Rechte und Funktionen zugewiesen, die nur Sie auch als Installateur machen können und machen dürfen. Deshalb auch immer wichtig, verändern Sie bitte hier nichts an den Einstellungen, was jetzt die Rollen betrifft. Bitte verändern Sie auch nicht das Passwort. Sollte es nämlich einmal zu nachträglichen Einstellnotwendigkeiten kommen, damit Sie auch sofort wieder Zugriff erhalten. Ja. Das Passwort ist standardmäßig 5-mal die 0 und ein kleines A. Dann lässt Sie der Wechselrichter in diesem Schritt dann auch sofort weiter. Wie gesagt, bitte nicht ändern, bitte auch nicht an den Endkunden geben. Ja. Also da kann man mehr kaputt als wir richtig machen. Gut, haben wir uns erstmal eingeloggt, kommt das Gerät sofort einmal mit der Meldung Schnelleinstellungen. Ja? Und dort kann ich im ersten Schritt das Land auswählen, ja? Damit der Netzcode dort, wo ich einspeise, auch richtig eingestellt ist. Ich habe es vorhin schon erwähnt, wenn Sie heute die Standortbestimmung des Gerätes aktiviert und für unsere App freigegeben haben, wird Ihnen automatisch eine Vorauswahl getroffen auf Basis des Standorts, wo sich die Anlage befindet. Also in unserem Fall wurde automatisch Österreich erkannt. Ich selektiere Österreich und die Einstellungen werden übernommen. Gleichermaßen durch die Synchronisation zwischen meinem mobilen Gerät und dem Wechselrichter werden auch noch andere Daten abgeglichen. Ich habe es vorhin schon angesprochen, es ist auf der einen Seite mal Datum und Uhrzeit, Sprache etc. Also das wird alles von meinem mobilen Gerät automatisch auf den Wechselrichter übertragen und ich muss da nichts mehr manuell einstellen. Also eine sehr bequeme Sache in dem Fall. Gut, haben wir mal so den ersten Schritt einmal gemacht, also grundsätzlich das Gerät einmal konfiguriert. Es wäre jetzt schon in diesem Fall betriebsbereit, es könnte schon einspeisen. Sehen wir uns aber nur an, haben wir denn nicht noch andere Produkte bei uns an der Anlage angeschlossen. Dem Fenster sehen Sie jetzt auch wieder. Der Wechselrichter wurde schon einmal erkannt. In unserem Fall war das ein Sand 2000 3kW KTL M0. Das ist der, der auch bei uns im Schulungsraum montiert ist und dort betriebsfähig ist. Wir haben einen WLAN FE-Dongle, der wird eben auch angezeigt, links in der App. Und wir kriegen jetzt auch schon die Information, es gibt einen Leistungsmesser in der Anlage. So, wir haben bei uns im Schulungsraum einen Leistungsmesser installiert und den fügen wir jetzt im nächsten Schritt hinzu. Wichtig vielleicht noch anzumerken an dieser Stelle, sollten Power-Optimierer im System in der Anlage vorhanden sein, sollte ein Speicher, eine Luna im System vorhanden sein, würden diese genauso hier in dieser Übersicht angezeigt werden und automatisch der Anlage hinzugefügt werden. Den Leistungsmesser
klicken wir einfach einmal an. Wir kriegen schon den Vorschlag, um welches Gerät es sich handelt. Wir kriegen dann auch eben die Adresse, wo auf welcher der Smart Power Sensor mit dem Wechselrichter kommuniziert. Und wir brauchen eigentlich nur noch bestätigen sagen, um den hinzuzufügen. Sieht man jetzt auf dem nächsten Fenster, das dann die App anzeigt. Ich habe auf der einen Seite den Wechselrichter, ich habe den WLAN-FE-Dongle im System und auch meinen Leistungsmesser. Dann sind wir eigentlich dort auch schon wieder fertig und wir können uns schon jetzt einmal darum kümmern, wie kriegen wir denn unseren Wechselrichter in das Kundennetzwerk hinein. Das ist auch eine ganz einfache Sache grundsätzlich. Das heißt, die App leitet uns jetzt im nächsten Schritt schon einmal wieder einen Schritt weiter. Auch immer schön dargestellt hier im Bild, Sie sehen es, übersichtsmäßig, der Wechselrichter hat noch keine Verbindung heute zum Router und der Wechselrichter hat noch keine Verbindung ins Internet zum Fusion Solar Monitoring. Dieser Status wird sich jetzt, wenn wir mit den nächsten Schritten fertig sind, ändern. Das heißt, wir kriegen es dann da grün angezeigt. Somit haben Sie ja immer die Information, wo stehe ich denn gerade, funktioniert denn das auch ordnungsgemäß. Ja? Gut, legen wir da gleich einmal los. Wir wählen im nächsten Schritt, Sie sehen es jetzt da angezeigt, ein WLAN-Netzwerk aus. Das heißt, dort wird die SSID des Kundennetzwerks angezeigt. Dort wählen Sie dann das entsprechende Netzwerk an. Der Wechselrichter versucht einmal, eine Verbindung herzustellen. Sie werden auch natürlich um das Kennwort des Kundennetzwerks gefragt. Deshalb habe ich im Vorfeld erwähnt, bitte unbedingt sicherstellen, Sie wissen, welches Kundennetzwerk das ist und Sie verfügen über das Passwort. Sonst ist an dieser Stelle Schluss. Der Wechselrichter wird, wenn Sie die Daten alle richtig eingegeben haben, mit so einem Fortschrittsbalken Ihnen signalisieren und anzeigen, erstellt oder er versucht, eine Verbindung in das Kundennetzwerk herzustellen. Wenn dieser Schritt abgeschlossen ist, ich habe es vorhin schon erwähnt, kriegen Sie natürlich jetzt auch wieder Informationen angezeigt, welchen Status jetzt die Anlage gerade hat. Also man sieht jetzt, das ist die Verbindung zum Router hergestellt. Und grundsätzlich besteht heute auch schon eine Verbindung in Richtung Internet. Also die Anlage kann prinzipiell jetzt schon einmal Anlagendaten in Richtung Internet rausschicken. Sie kriegen dann auch noch Informationen, welche MAC-Adresse das hat, eine IP-Adresse, Subnet-Maske, Signalstärke. Also all diese Informationen werden uns in diesem Schritt nur mal angezeigt. Ja? Und jetzt möchten wir natürlich unsere Anlage mit Fusion Solar dann mit der Anlagenüberwachung verbinden. Also das schauen wir uns jetzt auch noch an, wie das nachher dann funktioniert. Das heißt, wir Wechselrichter oder Verbindung hergestellt. Sie kriegen auch die Informationen da nochmal am Handy dargestellt. Anlage ist grundsätzlich drinnen. Wir haben auch sämtliche Komponenten, die heute in der Anlage verbaut sind, haben den Status grün, sprich okay, und sind verbunden. Das Einzige, was Sie jetzt noch machen müssen, ist unten auf den Button Fertigstellen klicken und die Konfiguration soweit einmal abschließen. Das heißt, mit diesem Schritt haben wir jetzt schon einmal die Anlage in Richtung Fusion Solar Monitoring hergestellt. Die Anlage schwebt jetzt quasi in einem Vakuum, ja, sie ist nämlich noch keinem Kunden, keinem Account zugeordnet und das müssen wir natürlich auch dann noch machen. Im nächsten Schritt möchte ich Ihnen aber nur eins sagen, nämlich bevor wir uns um die Konfiguration quasi des Kundenaccounts kümmern, wie konfiguriere ich denn heute noch Parameter des Wechselrichters, weil wir sind ja derzeit noch mit dem Wechselrichter direkt verbunden. Ja, also wir haben noch eine direkte Verbindung auf das Gerät über unsere drahtlose WLAN-Verbindung. Und unter der Parameterkonfiguration sind für Sie dann Netzeinstellungen möglich. Wir können Q von U Kennlinie nachher dann noch anpassen und aktivieren. Also da ist dann mehr möglich. Wie gesagt, sobald wir dort auf den Button Parameterkonfiguration klicken,
werden wir gefragt, ob wir das Passwort quasi noch einmal zurücksetzen oder beibehalten wollen. Nur mal, ich würde empfehlen, lassen Sie es bitte auf Werkseinstellung. Somit haben Sie auch nie das Problem, wenn Sie wieder zur Anlage hinkommen und sagen, oh mein Gott, welches Passwort habe ich denn dort eingestellt? Ich kriege jetzt keinen Zugriff auf das Gerät. Im nächsten Schritt wählen Sie bitte rechts oben wieder im Feld Gutachter aus. Das sind in dem Fall Sie oder auch wenn der Netzbetreiber für die Inbetriebnahme vor Ort ist, der Energieversorger, dann wählen wir eben dort oben den Button Gutachter aus und wir kommen im nächsten Schritt in die Einstellmöglichkeiten des Wechselrichters. Da drin haben Sie auch quasi die Auswahlmöglichkeit, möchte ich heute nur Netzparameter anpassen, ja, wie es jetzt in diesem Bild dargestellt ist. Da kann man grundsätzlich Abschaltwerte des Wechselrichters, eine obere Spannungsgrenze, eine untere Spannungsgrenze anpassen. Ich könnte die Frequenz anpassen, ich kann Netzzuschaltzeiten, ich kann auch die Rampenfunktion oder das Gerät in die Höhe fort anpassen. Also da sind all diese Einstellmöglichkeiten mit drinnen. Sie sehen es auch, Sie hätten hier nur mal die Möglichkeit, den Netzcode des Wechselrichters für sich nur mal zu verändern, wenn Sie dort vielleicht eine falsche Auswahl getroffen haben. Wir im Speziellen, wie ich es erwähnt habe, schauen uns aber jetzt einmal an, wie wir eine Leistungsanpassung des Gerätes machen. Nämlich eine klassische Q von U-Regelung, die ja in vielen Bereichen unseres Landes ja heute von den Netzbetreibern gefordert wird. Im ersten Schritt müssen wir oben einmal ausmessen, anwählen, wir wollen auf die Leistungsanpassung gehen. Und dann gibt es unten in der App am unteren Bildschirmrand, gibt es dann quasi die Anpassung für Blindleistungskurve. Die standardmäßig jetzt einmal vom Setup deaktiviert. Und wir klicken jetzt einfach einmal auf das Dropdown-Menü und aktivieren das Ganze. Und dann bringt uns auch die Applikation wieder eine Infobox aufs Display, wo wir sagen, bitte wähle doch Q von U Kennlinie mal aus. Und sobald wir das ausgewählt haben, können wir dann auch beliebig in dieser Blindleistungskurve Punkte mit drinnen bestimmen. Ja? Das heißt, wir haben dann tatsächlich, aktuell gibt es halt diese vier Stützstellen, wo Werte hinterlegt sind. Sie könnten auch das, wenn das der Netzbetreiber fordert, könnten Sie auch das dort bequem anpassen und auf den Wechselrichter quasi übertragen. Das sehen wir hier jetzt. Er fragt, okay, soll die Blindleistungsanpassung erfolgen? Wenn wir das wollen, drücken wir das Feld bestätigen und das Ganze wird auf den Wechselrichter übertragen. Hier in dem Bild sehen Sie jetzt das nochmal, was ich gerade vorhin beschrieben habe. Die Q von U Kennlinie mit unseren vier erwähnten Punkten, das heißt mit Plus, Minus können Sie hier bequem die Kennlinienpunkte reduzieren oder eben erhöhen. Und Sie haben dann eben auch für diese Punkte immer entsprechend der Anzahl, dass Sie ausgewählt haben, unten dann die Möglichkeit, diese Werte entsprechend den Anforderungen anzupassen. Wenn wir das wollen, dass das auf den Wechselrichter übertragen wird, drücken wir unten auf den Button Senden und die Werte werden automatisch auf den Wechselrichter überspielt. Sehen wir hier jetzt in dem nächsten Fenster, das dann wieder kommt, Q von U Regelung ist aktiviert. Somit hätten wir auch diesen Schritt, den es vielleicht noch zusätzlich zu machen gilt, abgeschlossen. So, jetzt haben wir den Wechselrichter, wie vorhin schon erwähnt, einmal grundsätzlich konfiguriert, kann jetzt der Blindleistungsregelung, wir haben vielleicht auch noch Parameter angepasst, wir haben ein Ländersetup eingestellt, wir haben dem Ganzen jetzt auch schon mitgeteilt, was ist dein Heimnetzwerk, in welches WLAN musst du halt rein verbinden. Das Gerät kann grundsätzlich ab diesem Moment auch schon nach außen kommunizieren mit Fusion Solar Monitoring. Wir müssen der Anlage jetzt nur noch mitteilen, welchem Account ist denn der Wechselrichter zugewiesen. Interessant jetzt auch vielleicht an dieser Stelle noch zu erwähnen, sollte der Kunde Bedenken haben, dass die Daten irgendwo im Internet schlecht aufgehoben sein sollten, wer ab diesem Schritt jetzt grundsätzlich
Schluss. Das heißt, der Wechselrichter ist mit dem WLAN verbunden und Sie haben auch mit Ihrem Handy, mit Ihrem mobilen Gerät Zugriff auf den Wechselrichter. Das heißt, ich kann jetzt die App verwenden und habe halt lokal, das heißt, ich muss natürlich in Reichweite des Netzwerkes sein, lokal Zugriff auf die Anlagendaten. Für den einen wird es reichen, anderer sagt, ja klar, ich möchte es natürlich im Internet mit drin haben, ich bin in der Arbeit, ich möchte wissen, was meine Anlage macht, ich möchte historische Daten der Anlage, Archivdaten aufzeichnen, bin im Urlaub, ich möchte eine Fernwartung aktivieren. Dazu braucht es jetzt einfach den nächsten Schritt. Und den schauen wir uns jetzt nur gemeinsam an. Das heißt, wir im ersten Schritt müssen wir jetzt einmal die Verbindung vom Wechselrichter mal trennen, ja? Damit wir uns nämlich mit dem Internet verbinden. Das machen wir dann jetzt im nächsten Schritt. Das heißt, wir beenden einmal die Internet, also die WLAN-Verbindung mit dem Wechselrichter, öffnen wieder unsere Fusion Solar App oder sie ist eben eh noch geöffnet im Hintergrund, melden uns an dieser Stelle jetzt mit Ihrem Login, mit Ihrem Account an. Das haben Sie hoffentlich im Vorfeld beantragt, wie ich es gesagt habe. Nutzen Sie dort die Gelegenheit, ich kann es immer wieder nur erwähnen. Lassen Sie uns wissen, wenn Sie einen Fusion Solar Account brauchen, wir legen den gern für Sie bei uns an. Dann melden Sie sich an, dann kriegen Sie gleich einmal einen ersten Überblick von der Fusion Solar App. Sofern Sie bereits Anlagen da mit drinnen haben unter Ihrem Fusion Solar Account, würden die auch an dieser Stelle schon angezeigt werden. Nächster Schritt ist, Sie starten in der Applikation den Installationsassistenten. Und ab diesem Zeitpunkt, ja, wo wir jetzt die nächsten Konfigurationen machen, brauchen Sie eine Internetverbindung. Entweder verwenden Sie auch die Internetverbindung Ihres Kunden, ja, dass Sie sich auf das WLAN Ihres Kunden einwählen. Sie haben ja eine SSID, Sie haben auch das Passwort von dort erhalten. Oder Sie haben meistens eben bei Ihrem Handy Datentarif mit dabei. Das heißt, Sie können auch von dort die App starten. Ich sage es einfach der Vollständigkeit halber dazu. Gut, wenn wir da jetzt im Schritt für Schritt weitergehen, werden Sie gefragt, was Sie als nächstes tun wollen. Sie wählen im Schritt 19 an, eine neue Anlage wollen Sie anlegen. Das tun wir jetzt einfach einmal. Ist das nächste Fenster, das sich für Sie öffnet, sind allgemeine Daten, die heute mal die Anlage betreffen. Ja. Die würde ich Sie einfach einmal ersuchen, dass Sie die einmal ausfüllen. Ist auch ganz gut beschrieben. Es kommt auch der Standort mit rein. Da können Sie auch wieder die Funktion Standort bestimmen verwenden. Also das Handy gibt Ihnen dann auch automatisch, wenn Sie dort vor Ort sind, die Adresse dort mit rein. Können das Ganze natürlich auch nochmal editieren und anpassen. Dann klickt man einfach, wie im Bild dargestellt, nächster Schritt und wir kommen gleich auf das nächste Fenster. Das ist jetzt ein ganz entscheidender Punkt. Und das ist das, was ich im Vorfeld schon einmal erwähnt habe. Sie sehen das jetzt, wir bei der SKE Engineering, wir haben heute unsere Kunden unter unserem Fusion Solar Account angelegt. Das heißt, wenn heute ein Kunde eine Frage hat, ruft bei uns an der Hotline an. Wir im technischen Support kümmern uns natürlich da gerne um diese Anliegen, haben dann einen unmittelbaren Zugriff auf diese Anlagen, weil sie eine Berechtigung erteilt haben, dass wir als SKE, als Value-Added Partner für Huawei Zugriff auf die Anlagendaten erhalten. Das heißt, wir haben dort sehr schnell und sehr bequem einen Zugriff jetzt auf die Anlagen. Darum empfehle ich Ihnen das nur einmal, lassen Sie mir bitte einen Account von uns für unsere SKE-Struktur erstellen. Wir haben jetzt in dem Fall die SKE Engineering natürlich ausgewählt für das Seminar, weil die Anlage ja in unserem Besitz ist. Wenn Sie heute einen Account unter der SKE Engineering haben, dann würden Sie Ihren Account auch darunter sehen und Sie würden Ihr Unternehmen in diesem Schritt jetzt quasi auswählen. Also wir haben jetzt eine ganze Liste da mit drinnen, die bei uns einen Fusion Solar Account haben. Das wählen wir aus und ab dem Moment werden noch Daten verlangt vom Kunden, die wir einfach noch ausfüllen müssen. Ist im Wesentlichen Vorname, Nachname und eine E-Mail-Adresse. Sie können dann auch nur optional, ist kein Pflichtfeld, die Telefonnummer
hinterlegen. Dort da vielleicht nur mal die E-Mail-Adresse im Vorfeld des Kunden erfragen, mit welcher sie er denn dann registrieren möchte. Braucht man nämlich dann auch noch in einem Folgeschritt, weil er eine E-Mail zugeschickt bekommt mit seinen Anlagendaten und er muss dann eben auch bei erstmaliger Einwahl das Passwort zurücksetzen. Gut, dann sind wir eigentlich an diesem Punkt schon soweit fertig. Wir haben da nur mal so ein kleines Übersichtsbild. Wir haben soweit die Konfiguration jetzt abgeschlossen und die erforderlichen Daten eingegeben und gingen dann eigentlich gleich auf Fertigstellen, auf Erledigt. Und siehe da, ich kriege sofort in der Fusion Solar App meine Anlage angezeigt. Sie ist online. Sie ist verbunden mit dem Fusion Solar Monitoring. Die Anlage überträgt jetzt quasi schon Daten auf der einen Seite, wie viel Energie kommt von den PV-Modulen, was geht in Richtung Netz und was wird direkt im Haus verbraucht. Also ich habe jetzt auch dort schon wieder meinen Energiezähler mit drin, den wir ja in ein paar Schritten zuvor konfiguriert haben. Somit weiß ich, super, Anlage mit Internet verbunden, Anlage mit Fusion Solar Monitoring verbunden und jetzt fehlt uns eigentlich nur noch ein wesentlicher Schritt. Wir müssen einen Kundenaccount anlegen, damit auch dann der Kunde Zugriff auf die Anlage kriegt, weil derzeit sind ja Sie mit Ihrem Account, mit Ihrem Firmenaccount auf der Anlage verbunden. Somit können Sie nur derzeit die Anlagendaten sehen. Die App sagt uns automatisch wieder auf diesem Ort Homescreen, den Sie da angezeigt bekommen, jetzt fügen wir mal einen neuen Benutzer hinzu. Ist Ihr Kunde, der Max Mustermann. Und den legen wir jetzt bei der Anlage, den legen wir jetzt seinen Account an. Das heißt, im ersten Schritt, ganz, ganz wichtig bitte, wir weisen ihm eine Rolle zu. Ja? Die Rolle, die wir dem Kunden zuweisen, gibt ihm automatisch Rechte auf die Anlage. Ich empfehle Ihnen deshalb, ja, lassen Sie bitte die Rolle des Anlagenbesitzers gleich. Es ist dieser Haushaltsbenutzer, bitte das einfach unverändert lassen. Ja. Mit dem kriegt er nicht zu viel Information, mit dem kriegt er aber auch nicht zu wenig Information. Also der Haushaltsbenutzer ist unsere Empfehlung für den klassischen Endkunden, diese Rolle zu verteilen. Das wählen wir aus und geht dann eigentlich schon in den nächsten Schritt. Sie müssen nachher dann noch für den Kunden die Anlage, die wir vorhin ins Fusion Solar Monitoring gebracht haben, die ja online ist, jetzt noch dem Benutzer zuweisen. Ja, die Anlage hängt jetzt quasi ja auf Ihrem Firmenaccount und die müssen wir jetzt noch dem Benutzer zuweisen. Und das machen wir quasi in dem Feld assoziiertes Kraftwerk. Wenn wir dort die Anlage entsprechend ausgewählt haben, in unserem Fall war das eben, Sie sehen es hier, die SKE Webinar Test, die hängt quasi irgendwie luftleer im Raum. Die weisen wir jetzt diesem Benutzer dann zu und gehen dann schon in den nächsten Schritt. Dort vergeben Sie jetzt für Ihren Kunden einen Benutzernamen, ein Passwort und eine E-Mail-Adresse. Benutzername wahrscheinlich klassischerweise, entweder haben Sie sich abgestimmt mit Ihrem Kunden oder Sie vergeben den auf Basis einer E-Mail-Adresse oder Sie wählen Vorname, Nachname. Das ist quasi Ihnen überlassen, was Sie dann wählen. Wir empfehlen halt einfach mit dem Kunden dort in Kontakt zu treten. Sobald Sie das dann ausgefüllt und auf Bestätigen geklickt haben, geht eine E-Mail an diese gewählte E-Mail-Adresse des Kunden und dort erhält der Kunde sämtliche Informationen zu seinem Fusion Solar Account, sprich Username und das Passwort wird aufgefordert, im ersten Schritt einmal zurückzusetzen. Also dort können Sie klassisch eine Kombination aus Zahlen nehmen, 1, 2, 3, 4. Der Kunde muss es dann sowieso für sich individuell nur mal wählen. Gut, und eigentlich war es das jetzt. Die Anlage ist online, haben wir gesagt. Der Kunde hat jetzt seinen Account angelegt bekommen. Diese Arbeit haben Sie für ihn übernommen. Sie haben ihm seine Anlage übertragen im assoziierten Kraftwerk. Auch schon die App downloaden und einen Benutzer da. Ich bin gerade ein bisschen instabil.
Okay. Wie gesagt, jetzt wären wir eigentlich fertig mit der Inbetriebnahme. Wäre soweit abgeschlossen, die Anlage ist online und der Kunde hat seine Daten, damit er sich einloggen kann. Ja, jetzt wären wir eigentlich soweit fertig. Hier nochmal kurz auf der letzten Folie dargestellt, wie einfach und wie unkompliziert das Ganze mit unseren Produkten von SKE und Huawei funktioniert. Sie kriegen wirklich alles von uns aus einer Hand, egal ob das halt Optimierer sind, ob das Wechselrichter sind, ob das die Speicher sind. Sie haben die App, Sie haben noch weitere Komponenten wie die Energiezähler, die Sie natürlich auch in diesem System verbauen können, die untereinander abgestimmt sind und einfach zum Inbetriebnehmen sind. Man soll nur mal aufzeigen, es hilft Ihnen einfach, Zeit zu sparen, ob das die Planung ist, ob das noch dann während des Betriebs ist oder ob wir dann einmal an einen Service denken. Sie haben einen einzigen Ansprechpartner und das sind wir von der SKE Engineering. Gut, kurz Vertriebsnews. Sie haben es vielleicht schon mal gehört. Die Luna, die Preise sind aktuell natürlich schon bei den Großhändlern verfügbar. Also einfach dort einmal anrufen, einmal anfragen, was kostet denn die Luna? Die Luna wird ab der KW10 verfügbar sein. Wir waren ursprünglich einmal auf der KW5. So ehrlich müssen wir sein, die Corona-Krise hat uns weiterhin fest im Griff. Es ist aktuell schwierig, Geräte per Schiff nach Europa zu bekommen, weil keine Container frei sind. Ja. Weiters, ja, der 3-10er KTL M1 kommt dann auch in den nächsten Wochen und wird dort verfügbar sein. Und für all diejenigen, die heute schon einen M0 verbaut haben, der Kunde Interesse hat an einer Speicherlösung, das wird Mitte des Jahres, wir denken, dass das der Juni wird, wird ein kostenloses Firmware-Upgrade verfügbar sein, wo ich dann meine bereits installierten M0-Geräte speicherfähig mache. Also das heißt, ich führe Firmware-Upgrade auf und kann ab dem Moment eine Luna dort anschließen. Ja, Sie sehen es auch im Bild dargestellt. Wir werden eine Luna on Tour anbieten, die startet im zweiten Quartal diesen Jahres. Wir haben dort einen Tourbus für das angeschaffen und werden dann mit dem quasi auf Reisen gehen und Sie dann direkt vor Ort besuchen können. Auch in Zeiten von Corona natürlich eine super Sache, damit wir unsere Abstände wahren und nicht im direkten Kontakt immer miteinander kommen. Vielleicht auch noch als Interesse halber, wir haben noch ein weiteres Webinar. Sie haben es vielleicht auch auf der Homepage bei uns gesehen. Wir haben am Ende März, am 31. März, ein weiteres Webinar zum Thema Luna. Das ist schon der zweite Teil. Wir haben ja schon mal eine kurze Vorstellung der Luna gemacht im vergangenen Jahr und möchten uns in dem Webinar dann grundsätzlich einmal um das Thema Montage, Installation, Konfiguration und Inbetriebnahme kümmern. Das heißt, wir werden dort auch mit Fotos aufwarten können, wo wir Ihnen sagen, wie montiere ich halt das Gerät an den Boden, wie schraube ich es an die Wand, wie ist die Verkabelung zwischen den einzelnen Power-Modulen und diesem Modul, dem Optimierer, dem DC-Steller oben, wie ist die Kommunikation und wie nehme ich dann das Ganze in Betrieb. Also bitte bei Interesse einfach gleich einmal anmelden. Gut, jetzt wären wir eigentlich eh schon bei der Fragen- und Antworten-Session. Ich muss mich entschuldigen, aber ein bisschen überzogen. Ich habe da jetzt noch Fragen bekommen, die mir der Thomas zugespielt hat. Ich habe schon einen Fusion Solar Installer Account vor circa einem Jahr angemeldet. Kann ich diesen auch unter Ihrem Account nach anmelden lassen? Ich wusste leider zuvor nicht, dass dieser unter SKE angemeldet werden kann, soll. Ja, liebe Marlene, ist natürlich möglich. Bitte einfach deine Daten von deinem heutigen Account an uns schicken per Mail. Bitte auch noch mitteilen, welche Anlagen übertragen werden sollen. Und wir machen das natürlich gerne für dich. Sollten uns noch Informationen von dir fehlen, wäre es natürlich gut, wenn du uns der Telefon- oder deine E-Mail-Adresse bekannt gibst, dann können wir uns in Verbindung mit dir setzen. Ja. Gut, nächste Frage, die wir noch da haben, die ist vom Alex. Wenn der Kunde kein WLAN hat, sondern nur LAN, muss man da was einstellen? Ist natürlich eine gute Frage, Alex. Wir haben vorhin schon erwähnt,
der WLAN-FE-Dongle verfügt auf der einen Seite über WLAN und das FE steht für Fast Ethernet. Das heißt, du hast auf diesem Dongle, der unten am Wechselrichter drankommt, auch eine Ethernet-Schnittstelle. Du musst lediglich unter den Einstellungen einen Schiebeschalter umstellen und dann funktioniert die Kommunikation über LAN. Hoffe ich, habe deine Frage damit beantworten können. Ja, und dann ist noch eine Frage noch gekommen von der Marlene. Wäre es bitte möglich, die Unterlagen Folien per E-Mail zugeschickt zu bekommen? Danke und liebe Grüße. Ja, Marlene, selbstverständlich, das gilt jetzt natürlich auch für alle Teilnehmer, die heute mit dabei waren. Wir werden die Unterlagen, sprich die PowerPoint-Präsentation, bei uns auf der Homepage in der Sektion Download zur Verfügung stellen. Und wir haben heute natürlich auch Aufzeichnung von dem gesamten Video mitgeschnitten. Das heißt, auch das Video kann man sich bei Bedarf nochmal anschauen. Ja, das wären so die Fragen, glaube ich, gewesen, die wir da jetzt nur gehabt haben, die ich nur ganz gern beantworten wollte. Wie gesagt, PowerPoint-Präsentation wurde von mir dahingehend aufbereitet, dass sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung ist. Einfach auch bitte ausdrucken, vielleicht am Mobile-Device mitnehmen. Vielleicht ist es einmal irgendwo eine Hilfe, dass man sagt, ich weiß nicht mehr, wie es weitergeht. Ja. Dann kann man das als Art Schummelzettel halt verwenden und soll Ihnen, euch, einfach im Rahmen der Inbetriebnahme dann helfen. Gut, wir sind somit am Ende. Ich bedanke mich nochmal für die rege Teilnahme. Wünsche natürlich in diesem Sinne ein gutes neues Jahr, ein erfolgreiches neues Jahr mit hoffentlich tollen Einstrahlungswerten, vielen PV-Anlagen, die ans Netz gehen. Hoffentlich alle mit Huawei-Wechselrichtern, ja, das würde uns umso mehr freuen. Und ja, bei Interesse, wie gesagt, am 31.03. haben wir das nächste Webinar geplant. Wahrscheinlich wird es davor auch schon mal eins geben. Sollten die Lunas früher kommen als wie geplant, dann wird es dort was geben. Einfach auf der Homepage bei uns vorbeischauen, anmelden, würden uns einfach wieder freuen über weitere Anmeldungen. Und in diesem Sinne bleibt mir nur noch zu wünschen, einen schönen Abend und ja, bleiben Sie gesund. Bis demnächst. Vielen Dank.